In der Renaissance steht der Mensch und nicht mehr nur Gott im Mittelpunkt. Insofern wundert es nicht, dass auf einmal eben eine Renaissance, eine Wiedergeburt auch der Lebensmittelmalerei stattfindet und dass Lebensmittel immer wieder sehr gerne und in möglichst vielen Kontexten auch wirklich dargestellt werden und dass der Genuss daran auch wirklich nicht unbedingt im Hintergrund steht, obwohl symbolische Bedeutungen weiterhin eine Rolle spielen. Und insofern auch alles, was wir jetzt sehen von der Renaissance und später auch noch vom 17. Jahrhundert, also von der frühen barocken Zeit, wird dennoch eine Mehrzahl von Ebenen haben, also die man auch wirklich interpretieren kann. Man kann ja immer bei der Oberfläche bleiben, das sind ja nette Szenen, also appetitliche Lebensmittel dargestellt und so weiter. Aber tatsächlich gemeint war eventuell noch etwas mehr. Und das ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, das ist gar nicht so einfach und auch gar nicht so banal. In der Renaissance gibt es immer noch einen gewissen Anteil an sakrale Malerei und überhaupt sakrale Kunst, aber das wird nicht nur dabei bleiben. Und jetzt kommen wir auf den Granatapfel. Je nachdem, also wer diese Frucht in der Hand hält, hat das auch immer wieder eine andere Bedeutung. Das konnte nur von der Madonna gehalten werden. Da hat es eine Bedeutung von Fruchtbarkeit und gleichzeitig von Reinheit und Keuschheit, alle Eigenschaften, die immer Maria zugeschrieben werden, die auch im Gegensatz zueinander stehen natürlich. Das könnte das bedeuten, wenn sie das allein hält. Wenn Jesus das in der Hand hält, hat das natürlich weder mit Fruchtbarkeit noch mit Keuschheit zu tun. Es hat stattdessen mit seinem Blutopfer zu tun. Alle Früchte, die einen roten Saft geben können, haben in der Regel in solchen Darstellungen diese Bedeutung, also das Blutopfer. Wenn aber die Frucht jetzt von beiden Figuren hier gehalten wird, können wir davon ausgehen, dass es eben einen Bezug zu beiden hat und insofern wird beide für Bedeutungsgebiete praktisch verbinden. Ja? Und da haben wir noch mehr da zu interpretieren. Darüber hinaus gibt es noch weitere Bedeutungen, die mit dem Granatapfel im Christentum zusammenhängen. Zum Beispiel für die kirchliche Gemeinde. Das ist ja praktisch eine Hülle, die sehr viele Kerne enthält und das soll also die ganze christliche Bevölkerung quasi darstellen. Also Maria wird mit einer Vielzahl von Früchten dargestellt, die eben mit Keuschheit und gleichzeitig auch mit Fruchtbarkeit zu tun haben. Sie hat eben das Kind Gottes praktisch geboren, aber war dabei jungfräulich und darum müssen beide Bedeutungsebenen irgendwie sich ineinander verzahnen. Das war zum Beispiel gewährleistet von der Zitrone. Die Zitrone präsentiert nämlich zu derselben Zeit sowohl Blüte als auch die Früchte. Und darum war das beliebt, um gerade diese Gegensätzlichkeit darzustellen. Die Kirschen als kleine runde Frucht mit mit roten Früchten, die entsprechend auch wieder einen roten Saft geben, verweist ganz eindeutig auf den Tod von Christus. Also diese Darstellungen der heiligen Familie sind in der Regel nur oberflächlich irgendwie heiter, also das Familienleben ist von vornherein beschattet, ja, überschattet von diesen künftigen Ereignissen, die aber auch wiederum für die Christen natürlich eine positive Bedeutung haben, weil sie auf die Erlösung verweisen. Der Pfirsich ist eine Frucht, die aus drei Teilen besteht. Einmal Fruchtfleisch, einmal der Kern und einmal der Samen. Und alles, was so diese drei Ebenen hat in einer Frucht, wie zum Beispiel auch die Walnuss, wird ja gerne auf den Menschen und auf Christus übertragen. Da gibt es den Körper, die Knochen und dann die Seele. Und das ist also die Bedeutung davon. Das hat etwas mit dem ewigen Leben wiederum zu tun.